stage is yours. Kann es unsere Intuition vor Gefahr warnen? Es ist eine erwiesene Tatsache, dass vor Flugzeugabstürzen überdurchschnittlich viele Menschen ihren Flug vorher umgebucht haben oder gecancelt haben. Bei Vivian ist es so, sie spürt Dinge ganz kurz, bevor sie passieren. Einige Minuten vorher. Es ist im Alltag sehr, sehr praktisch. Im Supermarkt zum Beispiel, an der Kasse, weiß sie immer genau, welche Schlange heute am schnellsten ist. Gestern war die Frau ganz links, die mit den großen Ohren, die war am schnellsten. Die ist gerade verliebt. Spart eine Menge Lebenszeit. Aber heute wird es nicht um Supermarktschlangen gehen, sondern um den Inhalt dieses Koffers. Herr Wissmann, darf ich Sie bitten, zu uns zu kommen auf die Bühne? Guten Abend. Guten Abend. Von Ihnen geprüft 4 Revolver, ja, noch alle ungeladen. Vielen Dank, Herr Wissmann. Wir werden heute Abend diese Übungsmunition verwenden. Dieser Becher hat ungefähr dieselbe Oberflächenstruktur wie die menschliche Haut. Bitte halten sich die Ohren zu, es wird laut. 3, 2, 1. Ich kann Ihnen versichern, das Ganze ist sehr, sehr gefährlich. Ich bräuchte einen Freiwilligen. Und ich glaube, ich konnte es nicht genau sehen. Christina, Sie hatten sich zuerst gemeldet, oder? Darf Sie bitten, zu uns zu kommen, Christina? Ja, ja, das war klar. Ja, ja. Ja, ja. Das haben wir genau gesehen. Schönen guten Abend, schön, dass Sie da sind. Christina, Vivian, ich möchte Sie bitten, genau aufzupassen. Sie werden sehr wichtig werden. Ich möchte Sie bitten, einen der 4 Revolver gleich auszuwählen. Das Ganze aufzumachen, dort rüber zu gehen, dort finden Sie 6 Kugeln auf diesem roten Stück Stoff und den Revolver komplett durchzuladen mit 6 Kugeln. Wir werden das Ganze heute so spielen. 4 Revolver, 3 davon ungeladen und sicher, 1 Revolver fatal. Wir werden versuchen zu spüren, wo Gefahr lauert, welcher Revolver Gefahr ausstrahlt und ich werde 3-mal direkt an Vivians Körper abdrücken. Christina, alles geladen? Legen Sie es bitte wieder zurück, den Revolver, in das Karussell. Drehen Sie das Karussell bitte jetzt. Mischen Sie das Ganze durch. Halten Sie zwischendurch auch mal an. Drehen Sie in die andere Richtung auf, sodass niemand im Raum, niemand zu Hause wissen kann, welcher Revolver scharf ist. Lassen Sie sich ruhig Zeit, wir haben keine Eile. Alles gut gemischt? Sehr gut. Bitte geben Sie uns den ersten Revolver. Schieß. Revolver Nummer 1. Bitte geben Sie uns den zweiten Revolver. Ich bin nicht sicher. Nimm erst einen anderen. Geben Sie uns bitte noch mal einen anderen Revolver. Schieß.
Es war aber noch übrig, die Chancen, wie wenn hier zu verletzen sind, genau 50%. Geben Sie uns noch mal einen Revolver, bitte, Christina. Vielen Dank. Schieß. Bist du wirklich sicher? Ja. Eine letzte Frage, bleibt noch, meine Damen und Herren. Was wäre passiert, wenn wir diesen Revolver direkt an Vivians Kopf abgedrückt hätten? 3, 2, 1. Vielen Dank. Meine Damen und Herren, Vivian und Olaf. Ja, das ist nicht schön für mich.